Ein zweijähriger Junge aus Guinea findet im Dezember 2013 einen toten Flughund. Er macht das, was wahrscheinlich jedes zweijährige Kind machen würde. Er geht hin und versucht, mit diesem toten Tier zu spielen. Dann stellt er aber fest, ist irgendwie langweilig und geht wieder weg. Kurze Zeit später ist dieser Junge tot. Dieser Junge war, das vermuten Forscher heute, der sogenannte Patient Zero, also derjenige, der dafür gesorgt hat, dass eine Epidemie sich ausbreitet, in diesem Fall Ebola. Eine Krankheit, die aus den Medien gar nicht mehr wegzudenken ist. Jeden Tag hört man irgendwas in den Nachrichten davon und vor allem liest man im Internet auch Dinge darüber. Zum Beispiel, dass der Westen schuld daran ist, dass in Westafrika Ebola sich verbreitet hat und dass das Ganze gezielt eingesetzt wurde. Was ist da dran? Und was passiert, wenn Ebola auch zu uns kommt? Kann das passieren? Antworten auf diese Fragen gibt's in diesem Video. Ebola gibt es eigentlich 5-mal in 5 verschiedenen Erregerformen. Ebola ist ein Virus, das krank macht und letztendlich auch zum Tod führen kann. Entdeckt wurde Ebola im Jahr 1976 in der Demokratischen Republik Kongo, in der heutigen Demokratischen Republik Kongo, an einem Fluss, der Ebola heißt. Und danach hat man diese Krankheit und dieses Virus dann auch benannt. Wer sich mit Ebola infiziert hat, der merkt das unter Umständen erstmal gar nicht, denn die Inkubationszeit, also die Zeit, die der Körper braucht, um die Krankheit zum Ausbrechen zu bringen, die beträgt bei Ebola 2 Tage bis 21 Tage. Wenn die Krankheit dann aber ausgebrochen ist, dann ist sie extrem heftig und erst dann ist sie auch ansteckend. Das ist ganz wichtig. Wer Ebola hat, der hat am Anfang zuerst mal Fieber, man fühlt sich einfach nicht gut, man hat Kopfschmerzen, später kommen dann Übelkeit und andere Magen-Darm-Beschwerden dazu, unter Umständen auch noch andere Dinge, die einen einfach sich unwohl fühlen lassen. Und zum Schluss kommt es dann zu Leber- und Nierenversagen, inneren Blutungen und dann stirbt man. Das klingt ziemlich brutal und das ist es auch. Bis heute gibt es kein Mittel, das eindeutig gegen Ebola hilft. Das Einzige, das Ärzte machen können, ist, einen Ebola-Patienten gut zu versorgen und zu versuchen, das Immunsystem des Patienten so zu stärken, dass sich der Körper selbst gegen die Krankheit wehren und sie besiegen kann. Das klappt, aber es klappt eben nicht immer. Ansteckend ist Ebola, wie vorhin schon gesagt, dann, wenn die Krankheit ausgebrochen ist. Und hier gibt es verschiedene Meinungen. Es gibt Experten, die sagen, Ebola ist so wie eine Grippe, eigentlich nur über direkten Körperkontakt oder über Schleimhäute ansteckend oder wenn man zum Beispiel in Berührung mit Schweiß oder Blut eines Patienten kommt und das selber irgendwie in die Schleimhäute bekommt. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, Ebola kann man auch bekommen über die Luft. Das ist über die Luft übertragbar. Da streiten sich die Experten. Was richtig ist, das wird sich wahrscheinlich erst im Laufe der nächsten Jahre rausstellen. Unbestritten ist aber, dass man über Körperkontakt Ebola bekommen kann. Und das ist auch der Hauptgrund, warum sich Ebola in Westafrika so ausgebreitet hat. Denn dort war das zu Beginn nicht wirklich bekannt. Und so haben Leute ihre Angehörigen gepflegt, die krank waren und sich damit selber angesteckt. Ebola ist schon länger bei uns, aber kontrolliert. Habt ihr vielleicht ja auch mitbekommen. In Leipzig wurde zum Beispiel ein Ebola-Patient behandelt, der dann allerdings gestorben ist. Und auch in anderen Städten in Deutschland liegen Ebola-Patienten aus Afrika in den Krankenhäusern. Aber dass Ebola in Deutschland auch ausbricht und sich viele Menschen damit infizieren, das ist extrem unwahrscheinlich, sagen Experten. Die Gründe dafür sind Isolierung und Überwachung. Was passiert denn, wenn jemand in Deutschland tatsächlich sich mit Ebola infiziert? Dann kommt er sofort in die Isolierung, in Quarantäne und wird Tag und Nacht beobachtet. Und nicht nur das, parallel wird auch geprüft, mit welchen Menschen hatte dieser Infizierte denn Kontakt. Und diese Menschen werden auch alle isoliert und beobachtet. Und so schafft man es, das Virus einzudämmen und dafür zu sorgen, dass es sich nicht weiter verbreitet. Das passiert nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen westlichen Ländern, zum Beispiel auch in Spanien und den USA, wo es ja im Land schon Ebola-Fälle gegeben hat. Hier bei uns im reichen Westen ist sowas natürlich auch ohne Probleme möglich. Da ist das Geld da, da ist die Logistik da und da sind auch Experten da, die sich darum kümmern können. In Afrika, im Westen von Afrika, ist das teilweise etwas völlig anderes. Dort geht das eben nicht und deswegen verbreitet sich Ebola dort auch so. 3500 Menschen sind ungefähr mittlerweile schon laut Weltgesundheitsorganisation WHO an Ebola gestorben. 7000 haben sich ungefähr infiziert und es werden immer, immer mehr.
Das ist ein großes Problem, aber andere Länder in Afrika zeigen, dass es auch anders geht. Im Senegal und in Nigeria wurde zum Beispiel durch eine kluge Gesundheitspolitik verhindert, dass sich Ebola weiter ausbreitet, und dort gilt Ebola heute als besiegt. Es ist nur ein einziger Post bei Facebook, aber er hat weltweit für Empörung und Entsetzen gesorgt. Am 9. Oktober hat ein Mann aus Ghana namens Nana Kwame auf seinem Account etwas unter dem Titel Ebola gepostet, das sofort die Runde gemacht hat. Nana Kwame schreibt dort, dass Ebola gar keine Epidemie ist, wie man sie eigentlich kennt, sondern dass Ebola vom Westen verbreitet wird. Das Rote Kreuz würde den Menschen die Ebola-Viren erst einspritzen und so dafür sorgen, dass viele, viele Menschen sterben. Deshalb würden die Helfer des Roten Kreuzes und andere Hilfsorganisationen auch teilweise so brutal angegangen. Diese Theorie untermauert er dann auch mit verschiedenen Begründungen. Er sagt, einerseits liegt es daran, dass der Westen einen Vorwand haben möchte, mit Soldaten in diese Länder einzumarschieren, denn man sagt dann, man muss die Ärzte und die Helfer verteidigen. Und diese Soldaten sollen dann, und das ist die zweite Begründung, dafür sorgen, dass man die Kontrolle über das Öl in Nigeria gewinnt und unter anderem auch über Diamanten in Sierra Leone. Fast zeitgleich sind auch noch andere Dinge im Netz aufgetaucht. Zum Beispiel ein Patent, das in den USA 2009 auf Ebola angemeldet wurde und das angeblich dafür sorgen soll, dass im Fall einer großen Epidemie jemand extrem reich wird. Außerdem gibt es Berichte darüber, dass das US-Verteidigungsministerium zusammen mit umstrittenen Firmen wie Monsanto an einem Gegenmittel zu Ebola arbeitet und dieses Gegenmittel an lebenden menschlichen Objekten ausprobieren will und deswegen dafür gesorgt hat, dass in Westafrika sich Ebola verbreitet, um dort wunderbar testen zu können. Und natürlich gibt es da mal wieder die Theorie, dass man mit Ebola dafür sorgen will, dass die Bevölkerungsexplosion auf Kontinenten wie Afrika eingedämmt werden soll und dass künstlich Menschen beseitigt werden sollen. Da widerspricht aber sogar der Mann aus Ghana, der bei Facebook gepostet hat. Er sagt, das ist absurd, denn jeden Tag werden in Afrika so viele Menschen neu geboren, dass Ebola da überhaupt nichts bringt. Aber was ist von den anderen Theorien zu halten? Naja, wenn man sich das mal genau anschaut, dann sieht man, es stehen mal wieder die USA im Mittelpunkt. Da möchte ich euch übrigens auch auf dieses Video von mir verweisen, warum hassen alle die USA? Wenn es euch interessiert, schaut es euch nach diesem Video hier an. Die USA also als Ursache allen Übels? Gut möglich, sagt der Mann aus Ghana, Nana Kwame, aber wenn man seinen Post genau anschaut, stellt man fest, er selbst ist seine eigene Quelle. Und wenn man mit Ärzten, mit unabhängigen Journalisten spricht, die aus dem Ebola-Gebiet gekommen sind, was ich zum Beispiel auch selbst gemacht habe, dann hört man da ganz anderes. Und da hört man nichts davon, dass Helfer, ich habe auch selbst mit Ärzten gesprochen, Leuten Ebola-Viren einspritzen. Dass man mit Epidemien Geld verdienen kann, das steht außer Frage. Und es ist zumindest theoretisch denkbar, dass es Länder gibt, zum Beispiel die USA, in denen die Wirtschaft ganz gezielt vorgeht, um ordentlich abzukassieren bei Epidemien. Aber alles den USA in die Schuhe zu schieben, ist, glaube ich, mal wieder ein kleines bisschen zu kurz gedacht. Zumal der wichtigste Gegenspieler der USA auch keine so uninteressante Rolle bei dieser ganzen Geschichte spielt, nämlich Russland. Was viele nicht wissen, Russland hat zur Sowjetzeit in den 1980er Jahren gezielt an biologischen Kampfstoffen gearbeitet und Ebola war eine der wichtigsten Waffen. Man wollte Ebola in irgendwelchen Kriegen einsetzen, um möglichst viele Menschen zu beseitigen. Insider sagen, auch heute noch forscht Russland an Ebola als Kampfmittel und angeblich hat Russland sogar ein Gegenmittel. Man könnte diese ganzen Theorien also auch in eine ganz andere Richtung spinnen, was nicht heißt, dass man das sollte. Was glaubt ihr denn? Ist das alles tatsächlich eine große Verschwörung des Westens, um in Afrika mal ordentlich aufzuräumen, um Geld zu kassieren, um irgendwelche Mittel zu testen oder irgendwas anderes? Oder glaubt ihr daran, dass Ebola wirklich nur ein, in Anführungszeichen, einfaches Virus ist, das jetzt gerade sich ordentlich verbreitet? Auf eure Meinung bin ich sehr gespannt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und direkt unter mir findet ihr in der Infobox weiterführende Infos und Quellen, die ich für dieses Video hier verwendet habe. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen und ich freue mich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei einem nächsten sehr, sehr spannenden Thema.